suche mir jetzt mal eine Stelle raus, wo man irgendwie schöne Schritte aufnehmen kann. Ziel vom heutigen Tag ist, ein paar neue Aufnahmen zu machen. So Schritte im Schnee, Laufen im Schnee, Rennen im Schnee, solche Sachen, weil wir müssen das ja mal so ein bisschen ausnutzen, dass wir jetzt Schnee haben. Die Wilma ist auch dabei. Können wir erstmal freiräumen. Dann nimmst du mal schön deine Hand. Ja. Wilma, was sagst du? Sieht man noch den Turm von der Hartburg. Da gehen wir auch gleich mal hin. Wir sind ja jetzt hier im Hartwald unterwegs und ihr seht ja, alles ist hier zugeschneit. Und ich muss sagen, der Wald klingt auch anders als im Sommer. Es ist alles ein bisschen dumpfer durch die Eisschicht. Es ist viel stiller, weil natürlich die ganzen Tiere sich so zurückgezogen haben. Und es ist eigentlich so für Outdoor-Aufnahmen optimal, weil man keine Störgeräusche hat. Es ist relativ ein cleaner Sound und ja, es ist optimal. Ist aber auch richtig kalt, mir brennen die Finger schon ein bisschen. Ja, ich guck mal, was ich hier noch an Aufnahmen machen kann. Man hat ja natürlich hier, wie seht ihr hier, so einen ganz normalen Weg, wo man langlaufen kann. Man kann hier hinten da einfach auch durchs Unterholz laufen und da verschiedene Aufnahmen machen. Also es lohnt sich dann immer, dass man so Aufnahmen macht, normal gehen, etwas schneller gehen, vielleicht so ein bisschen aufstampfen, schleichen und vielleicht auch mal auf der Stelle rennen und so weiter. Wenn man so draußen ist, sollte man dann so viel wie möglich einfach mitnehmen, mal ein bisschen ausprobieren und vielleicht auch neue Sounds kreieren. Also vielleicht, dass man so ein bisschen durchs Unterholz läuft und dann schaut, wie klingt das vielleicht, kann ich das gebrauchen, oder einfach mal auf ein paar Äste treten. Alles, was man vielleicht irgendwann mal in irgendeiner Hörspielproduktion einfach benutzen kann. Ich bin ja ganz froh, dass es hier auch mal schneit. War jetzt so ein spontaner Dreh. Ich mache das Ganze auch jetzt nur mit dem Handy. Ich habe die ganze Ausrüstung zu Hause gelassen, weil mir das einfach zu kalt war für die Kameras. Deswegen mache ich jetzt hier alles mit dem Handy. Wie gesagt, wenn ihr Fragen zum Equipment habt, was ich benutze, was ich auch normalerweise benutze, für die Soundaufnahmen, einfach in die Kommentare schreiben. Ihr wisst ja, ich beantworte gerne eure Fragen. Dafür bin ich ja da. Und vielleicht habt ihr ja noch Anregungen, was man so machen kann, wenn man Outdoor filmt, gerade wenn man Outdoor aufnimmt, wenn man Field Recording macht, was man gerade im Winter vielleicht aufnehmen sollte, was euch da interessieren würde, das kann ich ja vielleicht dann noch nachholen. Und ja, vielleicht habt ihr noch ein paar Ideen für mich und schauen wir mal, was wir jetzt alles hier noch ein bisschen auf die Beine stellen. Wir sind hier noch so einen kleinen Moment unterwegs und dann geht es auch wieder ab nach Hause, weil es ist echt kalt hier. Das ist ganz wichtig.
mal ohne Hund machen. Das geht nicht. Aber hier geht's aber tief rein. Bist zufrieden? Ja. Man muss aber echt aufpassen hiermit. Jedes Störgeräusch nimmt er halt mit auf. Deswegen muss man das wirklich, so wenn man es festhält, ganz festschrauben und dann so schweben lassen. Also das wirklich so ganz locker halten. Und wenn man das so hält, man hört richtig jede Bewegung davon. Das ist so empfindlich, dass man das am besten nur so hält, leicht schwebend. Und dann kann man sich damit auch bewegen. Gelber Schnee. Der ist bäh. Der Wald sieht auch so ganz anders aus als sonst, wenn man im Sommer hier ist, ne? Ich habe manchmal auch so ein bisschen die Orientierung verloren, weil ich gar nicht wusste, welche Stelle, wo wir jetzt sind, weil man das nicht so im Sommer so eingeprägt hat. Sieht man noch mal einen Teil der Hartburg und die Mauer der Hartburg. Auf das Gelände kommt man jetzt nicht seit der Flut, ne? Vielleicht kommen wir aber trotzdem noch ein Stück näher ran. Nicht Hartburg, Rundweg steht da drauf. Beides. Läuft die Kamera? Ja, doch. So, wir machen uns jetzt hier langsam auf dem Rückweg. Ich habe einige Aufnahmen gemacht und die werde ich mir jetzt zu Hause nochmal angucken und auch anhören und dann so ein bisschen bearbeiten. Und dann füge ich die natürlich auch zu meinem Soundarchiv hinzu, dass ihr euch kostenlos auf meiner Homepage runterladen könnt, www.meinohrenkino.de. Da gibt es einen Link. Wie gesagt, das könnt ihr dann auch kostenlos benutzen. Und dann noch ein kleiner Hinweis, der Falk und ich, wir haben ja einen neuen Podcast, den Ohrenbrecher-Podcast, die Hörspielmacher. Fände ich auch ziemlich cool, wenn ihr da mal reinhört. Da gibt es auch eine schöne Seite zu, ohrenbrecher.de oder auch auf Spotify, auf Google Podcast oder iTunes. Checkt das einfach mal aus. Da bleibt mir nur noch zu sagen, habt Spaß, hört Hörspiele und wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis dann. Hintergrundsound, Luisa.